Hi und willkommen zur Videotour durch Mac OS X. Heute möchte ich nochmal ganz kurz auf die Systemeinstellungen in persönlich Sprache und Text eingehen, sowie das Register Hardware. Ganz interessant fand ich nämlich, letztes Mal hat es nicht gereicht, die Zeit dazu, die Registerkarte Text. Hier kann ich mit Snow Leopard Ersetzungen eingeben, das heißt, ich kann zum Beispiel das Copyright-Zeichen, Klammer auf, C, Klammer zu, durch das Copyright-Zeichen ersetzen lassen und diverse andere Dinge auch, Brüche beispielsweise oder MFG mit freundlichen Grüßen, beste Grüße, viele Grüße, was auch immer. Dazu kann ich das einfach mit der Plus-Taste, Kurzzeichen, LG für liebe Grüße. Dann ersetzt er mir hier das durch den Langtext. Kennt man ja eigentlich aus Word, wer mit Word oder anderen Office gearbeitet hat, da gab es das schon länger. Hier ist es jetzt im Betriebssystem integriert, auch nicht schlecht. Ja, die Formate ist eigentlich wie in Windows. Ich kann hier sämtliche Dinge anpassen, braucht man nicht viel dazu sagen. Die Eingabequellen, ich könnte hier beispielsweise auch mein Trackpad dazu benutzen, um chinesische Zeichen einzugeben. Ich habe das mal nicht aktiviert. Oder, wer immer schon mal wissen wollte, wie die Deutschlandflagge hier hochkommt, Eingabequellen in der Menüleiste anzeigen, dann haben wir hier die Deutschlandflagge. Ja, das war es auch ganz kurz, um das zu vervollständigen. Jetzt zu Hardware. In CDs, DVDs kann ich einstellen, was passiert, wenn eine leere CD eingelegt wird oder DVD, was passiert mit einer Musikbilder- oder Video-DVD. Ist eigentlich aus Windows bekannt, ich glaube seit XP oder, ja gut, ich glaube seit XP kannte man das einstellen. Nichts Besonderes. Ja, Drucken und Faxen. Ist ein Drucker angeschlossen per USB oder per Bonjour im Netzwerk, kann ich ihn einfach mit der Plus-Taste hier hinzufügen. Bei mir ist jetzt im Netzwerk hier ein Brother MFC 7440N. Der meldet sich bei mir per Bonjour und ich könnte ihn ganz einfach mit der Hinzufügen-Taste zu meinen vorhandenen Druckern hinzufügen. Er hat auch den Treiber hier jetzt schon gefunden, das ist ein CAPS-Treiber. Ich könnte noch den Standort eintragen. Da er schon bei mir drin ist, mache ich das mal nicht. Faxe übrigens das Gleiche. Ich kann hier auch manuell einen IP-Drucker angeben. Wenn er sich jetzt nicht per Bonjour meldet, könnte ich die IP-Adresse angeben und ebenfalls den Treiber hierzu oder freigegebene Windows-Drucker. Funktioniert sehr gut. Ein bisschen anders als in Windows. In Windows erkennt er das gleich als neue Hardware, installiert das völlig automatisch. Hier müsste ich das Ganze über die Plus-Taste machen. Ich kann auch diesen Drucker gleich freigeben und würde dann in den Systemeinstellungen Freigaben diverse Einstellungen machen können. Allerdings diesen Drucker freigeben, dann war es das fast schon. Ich müsste natürlich in den Systemeinstellungen Freigabe das Ganze aktivieren, weil ich habe die Druckerfreigabe hier deaktiviert. Ja, ich könnte die Druckerwarteliste öffnen. Dazu muss man vielleicht noch ganz kurz sagen, rechte Maustaste drauf und automatisch beenden. Dann schließt sich nämlich die Druckerwarteschleife, wenn ein Druck abgeschlossen ist. Ich glaube aber, unter Snow Leopard ist das Standard. Unter Leopard musste ich das noch aktivieren. Ja, Energie sparen. Es gibt zwei Modi, einmal mit der Batterie und einmal mit Netzteil. Ich habe hier die Standardeinstellungen, weil Mac OS X allgemein sehr, sehr schonend mit dem Akku umgeht. Ich kann hier einstellen, wann der in den Ruhezustand fährt, wann der Monitor in den Ruhezustand fährt. Er soll, wenn möglich, den Ruhezustand der Festplatten aktivieren. Das gleiche gilt im Netzteil. Das betrifft übrigens nicht nur die internen, sondern auch die USB-Platten oder per Firewire angeschlossenen Festplatten. Er versucht sie dann natürlich herunterzufahren. Den Monitor bei dieser Stromquelle leicht abdunkeln, ist auch klar, was das bedeutet. Und die Helligkeit vor Aktivierung des Ruhezustands automatisch verringern, ist eigentlich relativ selbsterklärend. Den Batteriestatus in der Menüleiste anzeigen, einmal weg, einmal hin. Und ich könnte hier noch einstellen, ob er anzeigen soll, nur als Symbol, Zeit oder Prozent. Relativ selbsterklärend. Ja, bei meinen Monitoren, im Moment habe ich nur den MacBook-Monitor hier angeschlossen, mein zweiter nicht. Das mache ich einfach aus dem Grunde, weil wenn ich mit 24 Zoll so ein Video mache, ist das zwar schön und gut, aber man müsste das in HD Vollbild ansehen, dass man es sieht. Deswegen habe ich jetzt nur einen Monitor. Hier kann ich dem Ganzen das Farbprofil zuweisen. Bei mir ist das ein
profiliertes Profil mit dem Spider Pro habe ich das gemacht und nicht das von Standard genommen. Ist ein bisschen ein Unterschied. Man könnte es auch hier händisch kalibrieren. Inwieweit man damit Erfolg hat, ja, möchte ich mal ehrlich bezweifeln. Tastaturen. So, auch wie bei Windows, die Wiederholrate, die Ansprechverzögerung, die Tasten F1 und F2 als Standard benutzen. Normalerweise ist F1, dass man den Bildschirm dunkler macht oder F2 den Bildschirm heller macht. Hier könnte ich die Standard wiederherstellen und mit der Fn-Taste, wenn ich sie gedrückt halte, komme ich auf die Funktion dunkler und wieder heller. Ich habe das aber nicht gemacht, weil F1 ist normalerweise unter Windows die Hilfe. Und wenn ich die Hilfe brauche, dann klicke ich hier auf das Fragezeichen. Ja, die Tastatur- und Zeichenübersicht brauche ich persönlich nicht. Kann man sich auch wieder hier oben in der Menüleiste anzeigen lassen. Die Tastatur-Kurzbefehle, eigentlich gar nicht schlecht, besonders für Bildschirmfotos. Aber das in einem anderen Video mehr. Man könnte hier nämlich auch selber definieren, wenn man einen Kurzbefehl haben möchte. Ganz kurz zu den Tastatur-Kurzbefehlen noch. Unter macOS 10 sollte man sich die mal etwas näher führen. Unter Windows macht man das ja nicht so. Aber es spart wirklich unheimlich Zeit, wenn man mit Tastatur-Kurzbefehlen in Mac arbeitet. So, meine Maus habe ich jetzt im Moment auch nicht angeschlossen. Hier könnte man die Einstellungen für die Maus machen. Linke Maustaste, rechte Maustaste und so weiter und so fort. Im Prinzip alles wie Windows, nichts Besonderes. Das Trackpad habe ich in einem anderen Video schon mal relativ genau erklärt. Dazu muss ich hier jetzt auch nichts sagen. Und natürlich der Ton. Wenn ich mit dem anderen Monitor arbeite, dem 24 Zoll, schließe ich per USB-Hub noch externe Lautsprecher an, die mit USB funktionieren, dann taucht hier zum Beispiel noch USB-Lautsprecher auf und ich könnte die Tonausgabe über diese machen und nicht über die interne. Die Balance ist im Prinzip alles klar, die Gesamtlautstärke auch. Hier in der Menüleiste lasse ich sie mir auch anzeigen. Allerdings gibt es auch die Tasten F11, F12 für leiser und lauter und die Taste F10, um den Ton komplett auszuschalten. Ja, die Eingabemöglichkeit, das ist einmal mein internes Mikrofon, das Line-In-Mikrofon und wenn ich zum Beispiel ein Bluetooth habe, dann ist hier noch ein Bluetooth-Mikrofon. Ja, im Prinzip alles selbsterklärend. Die Systemeinstellungen sind wirklich nicht so gemacht, dass man hier einen Doktorschein braucht, sage ich jetzt mal. Na gut, Doktorschein ist vielleicht übertrieben. Aber man muss kein Ingenieur sein, um hier klarzukommen. Es ist wirklich Apple-like. Völlig einfach, man braucht sich um nichts kümmern, wenn man hier auf Monitore klickt. Es ist ganz klar, was hier gemeint ist, was man hier macht. Genauso unter Energiesparen oder Drucken. Es ist wirklich intuitiv, ich möchte einen Drucker hinzufügen, also sage ich Plus. Und normalerweise ist hier gleich Standard, er findet den Drucker. Ich brauche hier nichts machen, es ist also richtig intuitiv. Ja, das war es auch schon zu den Systemeinstellungen Hardware. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.